Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu The Bureau XCOM Declassified. Und wir wollen ja zu Falk, aber vorher lesen wir uns die Notizen mal durch. Vorsicht bei der Untersuchung hypnotisierter an das Sanitätspersonal. Wir haben erfahren, dass die neue Audio-Frequenzsicherheitsprüfung schlimme Nebenwirkungen hat, wenn man sie auf infizierte Hypnotisierte anwendet. Während der Outsider mit deutlich verstärkter Aggression auf den Ton reagieren, zeigen Hypnotisierte Anzeichen von körperlichem Stress und Aufregung, die normalerweise bei starken Schmerzen auftreten. Wir studieren diese besorgniserregende Verknüpfung zwischen Outsider und infizierten Menschen noch, müssen aber leider alle Mitarbeiter daran erinnern, dass infiziertes Personal trotzdem mit von der vorgeschriebenen Sicherheitsprüfung freigestellt wird. Dr. Hera. Okay. Also sind wir schon mal kein Outsider zumindest, aber irgendwie haben wir den Infekt trotzdem in uns. Aber ich habe das ja Ende des letzten Parts so angeschnitten gesagt, von wegen... Ich meine, wir haben ja Anfang des Spiels diesen Koffer im Vorspann berührt. Beziehungsweise sind halt dem Ding irgendwie ausgesetzt gewesen. Die Abriegelung ist also aufgehoben. Na und? Ich merke da keinen Unterschied. Genau, ich meine Jupiter. Was haben wir da an alle Mitarbeiter im Stützpunkt? Nachdem Dr. Dresdner und Dr. Weir einen wirksamen Test zur Identifikation von feindlichen Agenten entwickelt haben, kann ich Ihnen mitteilen, dass wir alle Mitarbeiter im Stützpunkt getestet haben. Ich bin froh, Sie informieren zu können, dass Sie alle Menschen sind und dass unsere Verriegelung etwas gelockert werden kann. Wir können es uns jedoch nicht erlauben, nachlässig zu werden. Jede Person, die den Stützpunkt betritt, wird auch weiterhin überprüft werden. Und wir behalten uns vor, bei Bedarf jederzeit unangekündigte Pflichtüberprüfung durchzuführen. Durchzuführen, genau. Schöne Betonung. Wie bisher werden bei jedem Test auch weiterhin zwei Sicherheitskräfte anwesend sein. Wir danken Ihnen für Ihre Wachsamkeit mit Ihrer Unterstützung, wenn wir das alle überstehen. Direktor Falk. So. So. Fahren wir mal Fahrstuhl. Ah. Feierabendbier, Leute. Das ist Sonntag am Tag der Aufnahme und ich habe gearbeitet und auch die letzte Folge schon. Gehen mir Feierabendbierchen und eine Runde XCOM, alles cool. So, ich weiß doch schon nicht einmal, wo das hier zuvor geht. Aber ich habe sowieso mal wieder Bock, ein bisschen rumzuschlendern. Vorsicht auf dem Schießstand, wir haben ihn gerade erst wieder repariert. Wieso? Habe ich doch gar nichts mitgemacht. Was ist das eigentlich? Aber wieder eine ganze Menge geschwärzt. Naja. Übrigens sehe ich gerade unser Rucksack, der sendet ja sogar Impulse aus. Das ist ja cool, der ist ja sogar ein bisschen animiert. Nice. Wir könnten jetzt die Alien-Technologie-Waffen hier benutzen, aber da habe ich eigentlich auch gar keinen Bock drauf. Aber ich wollte gucken, ob es da vielleicht irgendwelche neuen Schriftstücke oder ähnliches gibt. Sieht mir aber nicht so aus. Haben wir ja bei euch Jungs was im Taktikraum. Ja, ihr spielt wieder mit Spielzeugsoldaten, ne? Ihr habt sonst nichts zu tun, ne? Welt geht unter und wenn man die hier... Plan of Attack. Frontal Assault. Das zweite Geil. Ist ein bisschen schlecht aufgelöst, muss ich sagen. Irgendeine Flucht, also irgendeine Escape. Chain Control Overcome. Courtyard. Keine Ahnung. Es ist wirklich schlecht zu lesen. Das vierte kann ich gar nicht lesen. Das fünfte Secure Lab. Okay. Sechste Recover Target. Und dann taktische Extraktion. Naja. Ah, der hat was zu sagen. Da auch. Ein neues. Im Einsatz was Interessantes gesehen? Ach, Sie wissen ja, wie es ist. Wilde Horden von Außerirdischen, tödliche blaue Plasmablitze, laufende Mordmaschinen aus einer anderen Welt. Das Übliche halt. Das klingt wie aus einem Captain Thunderbolt Comic. Ist nicht schwierig, so zu klingen. Gut. Warum ist Falk so paranoid? Sie meinen, noch paranoider als sonst? Er vertraut niemanden außer Weaver. Gott weiß warum. Weaver war immer eine gute Agentin. Jedenfalls besser als sie. Nur, dass ich mir keine Brüllduelle mit dem Alten liefere. Nicht wahr? Schlagfertig ist er. Wir sind ja fertig. Ist mir schleierhaft, wie man sie für einen Außerirdischen halten konnte. Die haben viel mehr Humor. Doch, fand ich cool, das Gespräch. Wir mit unserer trockenen Art und er halt einfach mit
schön dämlichen Wortwitzen. Warum guckst du da die Rohre an? Achso, hilfst Ekolien, indem du rumstehst. Na gut, Ach nee. Alles klar. Entschuldigung, da ist mir so ein Bäuerchen fast rausgerutscht. Das hatte sich aber auf dem halben Weg in ein Pfft verwandelt. Gucken wir doch mal in die Labs. Finde ich gut. Das ist übrigens eine schöne versteckte Ladesequenz. Ich glaube, hier haben wir schon eigentlich alles gelesen gehabt. Mal sehen, ob da vielleicht doch was Neues ist. Ich lese das jetzt mal nicht vor. Ich scroll das mal etwas langsamer durch. Okay, jetzt wollen sie denn auch noch aus den Viechern noch irgendwas machen. Aha. Verwechseln wohl Salakit mit Silikon oder so. Keine Ahnung. Ja, die haben alle zumindest jetzt einen zusätzlichen Marker wieder drüber. Ja, das hatten wir doch auch schon alles. Ja, na gut. Dann haben wir das wahrscheinlich auch schon gelesen. Ah, okay, nee, das ist neu. Das ist im Prinzip Bezug auf den Boss, den wir im letzten Part geleakt haben. War tatsächlich eine neue Geschichte. Was steht heute auf dem Plan, Doktor? Ach, das Übliche. Ein paar Waffen, die sie uns brachten, einige Untersysteme für den Avenger und ein, zwei Projekte, falls... Nein, wenn der Wiederaufbau beginnt. Neue Waffen für den Einsatz? Murphy und ich hatten viel Glück mit ihrer Ausbeute, aber es ist nicht leicht, deren Technik mit unserer zu verschmelzen. Beim Avenger hat es doch gut funktioniert. Um ganz ehrlich zu sein, ohne Weirs Genie hätten wir es nie geschafft. Und er scheint ein paar ethische Bedenken gegen die Entwicklung von Waffen zu hegen. Wie macht sich der Avenger? Wird schon. Dr. Weir hat das Vangate installiert und wegen der Belastungen, denen der Avenger ausgesetzt wäre, mussten wir seine Außenhaut deutlich verstärken. Bin immer noch beeindruckt, dass er überhaupt fliegt. Ist Dresners Omnischubsystem nicht verblüffend? Ich glaube, wenn sich dessen Energie auf ein einzelnes Zielobjekt bündeln ließe, wäre die erzeugte kinetische Aufprallwucht äquivalent zu... Reicht schon, Doc. Eins nach dem anderen. Hätte so ein bisschen den Schelden gerade auch raushängen lassen. Ein bisschen früh, um von Wiederaufbau zu sprechen, aber was genau haben Sie da in petto? Nicht viel, aber... Nun, ich habe die wenigen verbliebenen Exemplare der Outsider-Keime analysiert. Stellen Sie sich vor, wir könnten sie replizieren. Das würde einen Wiederaufbau sicher erleichtern, ja. Ja, Amerika könnte mit ihnen Flüchtlingslager errichten, verwüstete Gebiete wieder aufbauen, vielleicht sogar in Ex-Sowjetgebiete vordringen und sie kolonisieren. Ich glaube, da sind sie etwas voreilig. Gewiss. Andere Länder könnten dies irrtümlich für weitere Alien-Attacken halten. Aber diese Keime könnten Bunker und Befestigungsanlagen bilden und... Doc! Oh, Verzeihung. Da merkt man so ein bisschen, dass der Kommunismus hier noch nie weit weg ist. Ich habe noch einiges zu erledigen. Viel Glück, Doc. Ja, beziehungsweise, ja, natürlich. Dass das da dem Zeitgeist entspricht sogar. Das spielt ja doch irgendwo noch nah nach dem Zweiten Weltkrieg. Hätte ich das schon gelesen? Elite-Austeiler sind schwer bewaffnet. Ja, Elite habe ich definitiv schon was gelesen von. Dach. Na, Doktoris, haben wir ein neues Spielzeug? Ich versichere Ihnen, das Elerium-Coil-Transfergewehr ist kein Spielzeug. What? Ich wollte sagen, wir testen eine potenzielle Waffe für Mr. Barnes. Haben wir nicht schon Zugriff auf Outsider-Waffen? Gibt es Verbesserungen? Es gibt immer etwas zu verbessern, Carter. Ob man nach einem geschmeidigeren Transfermechanismus sucht oder nach einer besseren Streuung. Und Sie müssen es einfach finden, was? Auf Gedeih und Verderb. Sozusagen. Tja, das wird wohl nur sehr schwer in ein Holster passen. Sehr komisch. Aber erst müssen wir das Grundsätzliche im Griff haben. Dann können wir es kleiner machen. Und es bleibt trotzdem verwendbar? Oh ja.
Die Kombination unseres ballistischen Know-hows mit den feindlichen Energiewaffen führt uns zu ganz neuartigen Waffen. Die Kombination von Alien-Technologie und der unseren. Wie der Avenger. Interessant. Wie funktioniert dieses Ungetüm? Ganz simpel. Stellen Sie sich eine Tesla-Spule vor. Allerdings ist hier die Spannung auf ein aufgeladenes ballistisches Ellerium. Im Klartext? Eine Blitzkanone. Könnte vermutlich sehr hilfreich sein. Blitze, Marie. Brauchen Sie Hilfe bei den Testreihen? Wir hatten gehofft, dass Sie fragen würden. Unser regulärer Assistent scheint wieder mal verschwunden zu sein. Bitte, nicht wörtlich zu verstehen. Nein, nein, natürlich nicht. Das kommt nie vor. Sie wollten sagen... Ja, die Maschine ist in Position. Drücken Sie den Knopf und halten Sie Abstand. Und bitte nicht verschwinden. Mehr muss ich nicht wissen. Ja, Sie sind uns bestimmt eine große Hilfe. Ein Field Agent ist dazu sehr gut geeignet. Wenn Sie so nett wären, den Knopf zu drücken, damit wir die Tests fortsetzen können. Wo habt ihr den Knopf? Ah, da. Ich weiß nicht genau, ob das im Einsatz viel bringt, Doktoris. Oh je. Ich erhöhe nur noch kurz die Feuerkraft. Ja, nochmal. Ich finde das klasse. Das ist doch gleich besser. Sehr zufriedenstellend. Aber ich denke, da geht noch mehr. Erhöhe erneut Energieausstoß. Nochmal. Okay. Da müssen Sie wohl noch ein paar Problemchen ausbügeln, Doktoris. Sind alle wohlauf? Besser als wohlauf. Haben Sie diese Detonation gesehen? Wahnsinn. Ein Wunder, dass wir nicht tot sind. Fantastisch. Die sind so doof. Gott, das ist echt schlimmer als im James-Bond-Labor. Hier kann ich nicht rennen, nee. Hier auch nicht? Ich finde, das lockert das allgemein echt gut auf. Und dass man halt doch noch, immer wenn man wieder zurückkommt in die Basis, doch einiges noch erledigen kann, das ist super. Es macht Spaß, hier neue Opfer, genau, gleich mal hinstellen da. Dass der da schwebt, ist, glaube ich, Bug, oder? Oder sitzt der da auf der Stange oder was, oder wie? Ich habe keine Ahnung. Aber so jeweils, auch wenn es ein Dubby ist. Ach nee, ich wollte ja noch ins Labor gucken. Wir sind im Labor, aber ihr wisst, was ich meine. Hier in das. Den anderen Teil vom Labor eben. Ich vergesse mal, dass ich nicht rennen kann. Hatten wir schon. Ist hier noch irgendwas? Ich kann sie mir rein. Officer, ist der Gefangene friedlich? Hä? Oh ja, er verhält sich ruhig. Ist irgendetwas? Tut mir leid, Carter, aber mir geht in letzter Zeit viel durch den Kopf. Wie geht's unserem freundlichen, feindlichen Agenten? Er ist ziemlich ruhig, seit Sie mit ihm geredet haben, als würde er meditieren. Aber ich weiß natürlich nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Unser letztes Gespräch war sehr erhellend. Könnte ich nochmal mit ihm sprechen? Ich rate ab. Aber wenn Sie reingehen, werden wir Zeugen haben, die darauf achten, dass Sie als Sie selbst wieder rauskommen. Besser als nochmal diesen Test zu machen. Beeinträchtigt es Sie im Dienst? Nein, nein, Sir. Überhaupt nicht. Umso besser. Denken Sie dran, wen Sie hier bewachen. Was ist? Muss was Wichtiges sein, wenn es ein Trooper wie Sie so mitnimmt. Mein Mädchen in Iowa. Sie kümmert sich auf einer großen Farm um ein paar Überlebende und schickt jeden Tag Funksprüche. Aber was? Beim letzten Funkspruch klang sie sehr erschöpft und sagte, sie hätte schwarze Schmiere auf ihrem Kissen gefunden. Scheiße. Tut mir leid. Sie schicken schon ein Team los, um so viele wie möglich zu retten. Ich hoffe nur, sie kommt rechtzeitig hierher. Hat seine Freundin auch diesen Alice Cooper-Touch? Vorsicht, Rose. Ein abgelenkter Wachmann ist ein toter Wachmann. Stecken Sie es weg oder nehmen Sie frei. Ja, Sir. Das wird kein Problem sein, Sir. Und viel Glück. Gut, dann gehen wir doch mal nochmal zu den Gefangenen gleich. Ich meine, ich habe so das dumme Gefühl, dass wir in dieser Folge sowieso nicht mehr so direkt auf Ort kommen. Da sind Sie ja wieder, William Carter. Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen.
Für einen Kriegsgefangenen sind sie gut gelaunt. Sie aber auch. Das heißt, sie haben einen Faceplotter erbeutet. Ihr wollt euer Selbstmordkommando also durchziehen? Sie wollen also wirklich, dass Mosaic untergeht? Sagen Sie uns, wo Sie die Hypnotisierten hinbringen. Und wie heilen wir sie? Keine Ahnung. Ich bin Krieger, kein Gelehrter. Ich weiß nicht mal, ob es eine Heilung gibt. Wird sich zeigen. Sie müssen etwas über Axis wissen, wenn wir ihn angreifen. Womit müssen wir rechnen? Axis? Der Primarch? Sie sind ein ehrgeiziges Wesen, William Carter. Axis, Primarch, wie immer ihr ihn nennt. Er ist klug und geduldig. Mosaic hat ihn aus gutem Grund zum Anführer gemacht. Es war kein Zufall, dass ihm euer Planet so schnell in die Hände fiel. So schlau ist er auch nicht. Wir haben ihn schließlich aufgespürt. Natürlich. Er lässt euch rankommen und dann vernichtet er euch. Das ist Selbstmord, William Carter. Wie heißen Sie? Sie begreifen nicht, wie Mosaic funktioniert. Wenn wir in Verbindung stehen, sind wir Mosaic. Individuelle Namen sind unwichtig. Sie sind nicht mehr mit ihm verbunden. Wie nennen Sie sich selbst? Ich weiß es nicht. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Sollten Sie vielleicht. Helfen Sie uns und ich nenne Sie, wie immer Sie wollen. Na gut. Schön hierbleiben. Habe ich eine Wahl? Natürlich nicht. Vorsicht, William Carter. Diese Gespräche erinnern mich tatsächlich, also die reden weder auf Augenhöhe miteinander, das erinnert mich halt immer so an die Kommunikation. Ich sag mal als Beispiel Star Trek Next Generation, wenn Picard dann halt irgendwie mit einer außerirdischen Rasse gesprochen hat. Alles sehr gepflegte Gespräche trotzdem. Das soll es aber für den Part gewesen sein. Ja, ist mal wieder eine Laberfolge gewesen, Lesefolge, Laberfolge, Alberfolge, ich sag bloß die komische Blitzkanone, herrlich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, da gehen wir dann wirklich zu Falk und da geht's dann wahrscheinlich auch in der Main-Story weiter. Also seid gespannt, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.